ihr Lieben, mein Kalender für 2017 ist angekommen und den wollte ich euch sehr, sehr gerne zeigen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit Kalendern, weil die müssen bei mir bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich habe auch nicht mehrere Kalender, sondern ich habe nur einen und in den muss wirklich auch alles reinpassen. Das heißt, ich brauche immer sehr, sehr viel Platz zum Schreiben, ich brauche Platz für Notizen, ich brauche immer nochmal spezielle Übersichten. 2016 hatte ich diesen hier. Das ist The Blogger Artist. Der war gut, aber A, gefällt mir diese Ringbindung nicht, weil das nicht besonders stabil ist. Und ich habe viele seiner Funktionen nicht genutzt. Also er ist für Blogger, glaube ich, besser aufgebaut als für YouTuber. Ich weiß, er wird nochmal überarbeitet, aber ich dachte, ich probiere was Neues aus. Ich habe es probiert, es war gut für das Jahr, aber es war halt noch nicht so das Richtige. Und in diesem Jahr wollte ich einfach mal einen machen, den ich individueller nach meinen Wünschen gestalten kann. Und da war ich auf meintaschenkalender.com und da kann man den schon erstmal selbst designen, wie er aussehen soll, aber auch innen gestalten. Ich zeige euch gleich, wie ich ihn gestaltet habe. Man hat noch dazu so ein paar Sticker bekommen, die man da noch so einkleben kann. So. Das hier finde ich ja immer sehr geil. Hier so, was erledigt ist und so. Finde ich eine süße Sache. Ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Typ für Filofaxing oder so. Das ist so gar nicht mein Ding. Also ich will da auch nicht viel Zeit in meinen Kalender investieren und den immer schön gestalten und so. Der muss einfach praktikabel sein. Und so habe ich jetzt meinen eigenen Kalender gestaltet. Und das ist er jetzt. Das You ist vorne. Da ist ein Bild von Vince drauf. See the world with my eyes. Dann könntet ihr auch hier noch aussuchen, was das Gummibändchen für eine Farbe haben soll. Und hinten drauf ist Svea, die dann schon bald gar nicht mehr so aussieht. Und dann legen wir mal drinnen los. Wundert euch nicht, die Hintergrundgeräusche, die Kinder spielen im Wohnzimmer. Dann konnte man schon erstmal die erste Seite selbst gestalten. Dann habe ich mir drauf geschrieben, lebe. Dieses Jahr sollst du leben und deine Träume verwirklichen. Ist mir ganz wichtig. So, dann hat man nochmal den Dezember oder die letzten Tage des Dezembers. Wartet mal kurz. Ich habe gerade das Problem, dass Vince nicht versteht, dass Svea noch ein Baby ist und nicht sein älterer Kumpel, mit dem er hier rumwresteln kann. So, also erstmal sind noch die letzten Tage vom Dezember 2016. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie ich mir meine Woche so gestaltet habe. So sieht das Ganze aus. Ich habe aber so diesen ganzen Bereich, um mir Sachen einzutragen. Hier vorne Termine, hier hinten To-Dos, die ich dann auch wunderbar abhaken kann. Gefällt mir richtig gut. Feiertage sind auch mit notiert, ist auch mal wichtig, weil ich weiß sowas immer nicht. Und dann zeige ich euch mal noch so die Specials, die ich mir quasi so dazu noch ausgesucht habe. Da habe ich mir dann zum Beispiel noch so zusätzliche Zeilen mitdrucken lassen, wo ich halt nochmal Aufgaben, To-Dos, Notizen machen kann, die ich hier vorne auch durchaus abhaken kann, wenn es notwendig ist. Und hinten, Moment, hinten hat man dann nochmal die ersten Tage auch vom Januar 2018. Und dann hat man von 2017 nochmal so eine Jahresübersicht. Das war mir auch ganz, ganz doll wichtig, weil ich mir ja immer aufschreibe, wann ich welches Video mache. Und da kann ich das da super eintragen. Das hatte ich auch in einem Blogger Artist. Unten hat man auch nochmal Platz für Notizen. Dann habe ich mir noch eine Jahresübersicht von 2018 auch gemacht. Auch das finde ich immer sehr wichtig, weil sich im Laufe des Jahres, gerade zum Ende des Jahres hin, so viele Termine fürs nächste Jahr einfach ergeben. Und da brauche ich was, wo ich die schon hinschreiben kann. Und dann habe ich mir hinten einfach nochmal ganz, ganz viele Zeilen gemacht für Notizen, für alles Mögliche, was mir halt so einfällt. Und ich würde euch jetzt gerne im Folgenden mal zeigen, was ihr wirklich auch für verschiedene Auswahlmöglichkeiten habt. Denn ich habe die Kamera laufen lassen, als ich mir meinen Kalender erstellt habe. Und ich habe viele, viele Möglichkeiten nicht benutzt, weil sie für mich zum Beispiel nicht sinnvoll waren. Aber für andere sind sie das vielleicht wiederum sehr, also sehr sinnvoll. Und deswegen zeige ich euch das jetzt mal im Folgenden.
Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir und schaut doch gerne mal vorbei, falls ihr noch keinen Kalender habt. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich gehe nicht gerne zum Beispiel in die Buchhandlung und schaue mir 10.000 Kalender an und hoffe, dass einer dabei ist, der mir gefällt. Ich mag es halt, wenn man sich den im Internet selber erstellen kann, ganz viele verschiedene Funktionen hat, die man halt dazu nehmen kann oder auch nicht. Das hat mir halt bei dem sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich verlinke euch natürlich die Seite unten in der Infobox, da könnt ihr euch das gerne nochmal ansehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Diese Kinder. Ja, die Svea macht ständig Sachen kaputt, aber nicht mit Absicht, mein Schatz. Bis morgen. Tschüss.